Ja, wer klingelt denn da an meiner Tür? Ich glaube, ich mach einfach mal auf. Aber wer ist denn da? Hallo, Charlie. Ja, hallo, Mascha. Und wir haben auch noch zwei andere Gäste, die wir allerdings nicht kennen, wie den Xenot und den Cipersiros. Hallo, euch auch, genau. Auch wenn ihr uns nicht hören könnt. Ja, das ist meine neue Bude. Willkommen zu dieser Hausparty. Ja, ich habe mir mal eine Bude gegönnt, eine kleine Zwei-Zimmer-Bude, wo auch die Wichstücher auf dem Tisch stehen und auch der Frauenbesuch nicht weit weg war, wenn wir mal in mein Schlafzimmer reinschauen. Ich mache mal keine Wohnungstür. Schön Schlafzimmer, Bett und wenn man sieht, die Unterwäsche liegt noch da. Ein Kleiderschrank ist natürlich da. Und der Charlie jetzt auch. Was machen wir denn heute überhaupt? Genau. Ich stehe gerade in der Küche und trinke deinen Whisky leer. Ja, okay, davor muss ich ein Bier trinken. Genau, gönn dir doch mal was. Ja, ich gönn mir mal ein Bier. Lecker. Nam, 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 lecker Pisswasser. Ist das mal Pisswasser? Ja, während ich mich gerade auf den Weg zu deiner Wohnung gemacht habe, sind mir irgendwie zwei Typen gefolgt und der Moscher hat einfach mal spontan entschieden, die mit einzuladen. Ja, Hausparty! Utz, utz, utz! Ja, wir können übrigens auch Fernsehen gucken. Ich setze mich nochmal gerade hin. Upp. Ja, ich habe mich gerade auch mal wieder gesetzt. Ja, ich setze mich auch mal hin. Simon hat ja ein paar sehr interessante Sender dabei. Wie zum Beispiel... Ein schwarzer Bildschirm. Der andere Typ hat sich gerade auch die Kante gegeben hinten in der Küche. Ja, wir sehen zum Beispiel einen Blick auf meine Garage mit den drei Autos. Da gehen wir nachher auch einmal mal vorbei. Und atmosphärische Störungen, während der Sender umschaltet. Da ein bisschen hier an der Kamera von außen, wenn wir Dremi-Doc beobachten, der auch in einem Haus drin ist. Das zufälligerweise genauso aussieht wie meins. Ja. Sehr interessant. So eine Überraschung. Ja, so eine Überraschung. Ist ja auch hier drin, hab noch nicht gesehen. Einheitsapartment. Ja, und mal wieder Impotent Rage, den wir auch aus dem Let's Play schon kennen. Die tolle Serie. Wunderschön. Lohnt sich immer mal reinzuschauen. Hab ich nicht umgeschaltet? Wo kommen wir jetzt hin? Ach, ihr habt euch übrigens so glücklich hingesetzt, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Ah, jetzt kann ich aufstehen. Ich kam nicht mehr raus. Du kamst nicht mehr raus, wir haben dich eingeklemmt. Ach, draußen stehen jetzt tatsächlich zwei Leute vor meiner Tür. Was? Haben die auch geklingelt? Ja, ein Anzugträger und ein Glatzenkopf. Ob die auch rein wollen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Meldung bekommen, dass sie geklingelt haben. Haupttür. Ich kann mich in dein Bett legen. Ernsthaft jetzt? Wir schlafen bei deiner Runde. Ich glaube, du kannst sogar duschen gehen. Ja, ich habe mich gerade in dein Bett gelegt. Yay, da sind wir wieder bei meinen Autos. Ich glaube, da steht doch jemand vor der Tür. Ich versuche die einfach auch einmal reinzulassen. Vielleicht haben die geklingelt und ich habe es nicht gemerkt. Und wenn der Charlie pennt, machen wir mal die Tür auf. Shoulder of Orion. Ah ne, ich kann jetzt nur Apartment verlassen. Okay, die haben nicht geklingelt. Ich bin einfach nur vorher drauf und warten, bis wir kommen. Ey, wo bist du denn? Ich bin gerade in deiner Dusche. Ich kann auch nicht reingehen. Doch, kann ich wohl. Meine Dusche ist irgendwie leer. Eine Sitzung teil. Ach, du hast gerade das Spiel verlassen. GTA Online? Nee, du bist gerade rausgeflogen. Jetzt? Ich habe doch einfach nur deine Dusche betreten. Was ist denn hier los? Ja, wahrscheinlich. Du darfst halt nicht keine fremden Duschen benutzen. Dann könnte ich mir einfach mal die Dusche. Weil du wieder versuchst zu joinen. Das schwarze Loch, das hat mich verschluckt und ich bin jetzt aus dem Spiel raus. Ja, das schwarze Loch in der Dusche. Genau, das Wurmloch. Ja, das habe ich eingebaut, damit niemand Fremdes meine Dusche benutzt. Ja, so Diebstahlsicherungsmäßig. Ja. Das sollte man auch für sein Auto irgendwie erwerben. Genau, das ist dasselbe wie im Bett. Kann mich nämlich auch. Will jemand in dein Auto steigen, wird er vom schwarzen Loch verschluckt. Ja, das auch. Das sollte man natürlich auch nicht versuchen. Ich kann mich sogar mal hinlegen. Aber ich glaube, anders als im Story-Modus wird dir nicht die Uhrzeit vorgedreht. Wäre auch ein bisschen komisch. So, ich stehe übrigens jetzt wieder vor deiner Tür. Du stehst wieder vor meiner Tür. Ich stehe wieder vor deiner Tür, genau. Und ich frage mich, sollen wir jetzt einfach mal ein bisschen Action machen oder soll ich nochmal hochkommen? Ich gehe mal gerade in meine Garage. Und dann treffen wir uns einfach vor der Tür. Denn ich habe ein paar neue Autos. Auf jeden Fall. Ach Mensch, die beiden Typen, die gerade bei dir zu Gast waren, die stehen jetzt hier draußen wieder mit vor der Tür. Ja, wahrscheinlich bin ich gerade rausgegangen, dann dürfen die nicht mehr drin sein.
Ja, mein okay, dann hast du die quasi rausgeworfen. Genau, mein Mustang, den kennt ja noch. Daneben habe ich jetzt dieses tolle Auto, einen Elektro-Sportwagen und natürlich James Bond. Ich nehme einfach mal das Auto von James Bond. Da fühle ich mich so richtig, richtig super fühle ich mich da. Was macht denn der Typ da? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, der klaut hier gerade mein Auto. Ich würde aber eigentlich gern selber fahren mit meinem Auto. Hallo. Sitzt du da jetzt drin oder was? Ja, mir wurde gerade mein Auto gestohlen. Komm, steig mal ein. Sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Wow! Wow, das war ein normaler... So, der hat mein Auto gerammt. Hat das schöne Auto kaputt gemacht. Ach, der fährt sogar rückwärts zurück. Da habe ich keine Waffen an Bord. Sieht doch so aus, hätte ich Waffen oben drauf. Oh Gott, ich kann nicht mehr hier rauffahren. Was ist das denn für ein Auto, was du da gerade fährst? Das ist das James Bond Auto, ein Aston Martin. Darum kam mir das bekannt vor. Genau, mit der Wand und so weiter. Allerdings ist das Auto leider stillgelegt. Das heißt, die Waffen sind nur noch zum Schein da und funktionieren leider nicht. Was ich sehr schade finde. So, ja, die hat dein Auto geklaut. James Bond musste seine Waffen ausbauen. Ja. Nein, der Typ hat nicht mein Auto. Kann ich mit reinfahren? Oh, schade, geht nicht. Eine unsichtbare Mauer. Kannst du die nicht sogar aus dem Auto rauswerfen? Per Handy? Ging das nicht? Warte mal, Handy. Kontakte, Einstellungen, Jobliste, Snapchat, Internet. Ich wüsste nicht, wie ich die rauswerfen kann. Kontakte? Nein. Einstellungen? Klingelton? Nein, ich möchte nicht mein Klingelton. Nicht? Ich dachte, das wäre so toll. Ein neuer ist doch immer ein toller Neuanfang. Cool, ich kann Fotos machen, während du fährst. Ja, das aber ist doch toll. Hier steht ein anderes Auto vor meiner Tür. Ich packe mal gerade, sicherheitshalber, ein anderes Auto mit, weil das ist mir zu schade, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich gerade rausgeworfen aus meinem Auto. Ach nee, du bist hier doch drin. Du bist in meiner Garage. Gehe zum Ausgang oder fahre als Beifahrer im Fahrzeug des Besitzers raus. Was? Du flackerst das gerade bei mir so ein bisschen rum, jetzt bist du weg. Bist das Geile ist nur, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich umgucken in deiner Garage, aber ich kann nicht laufen. Ich komm nicht mehr raus. Was? Ich komme nicht mehr raus. Versuch doch mal das mit dem Beifahrer, weil ich stehe gerade wieder draußen. Ich kann ja nichts machen, ich kann mich nur umgucken. Haben wir einen Bug gefunden. Ich fahr nochmal rückwärts rein. Tja. Ja, wo bist du denn? Ich kann deine Garage nicht verlassen. Komm doch nochmal in die Garage rein, vielleicht kann ich dann einsteigen. Ich bin in der Garage drin. Ach so. Ja, ich stehe hier in irgendwie so einer Ecke rum und kann mich nur umgucken. Ich glaube, wir haben noch einen Bug aufgedeckt. Ich glaube, es hat noch nicht so viele eine Garage. Hallo? Ich sehe dich gar nicht. Ja, ich trete jetzt einfach gerade nochmal neu unserer Sitzung bei. Das ist jetzt. Achso, ja, du bist gerade mal wieder verlassen. Ich steig nochmal ins Auto ein. Ich fahr dann wieder vor meiner Bude in dem tollen Sportwagen hier. Und in der Zwischenzeit überlegen wir uns. Wir jetzt die ersten Minuten mal wieder nur kurz gemacht haben, müssen wir überlegen, was wir heute anstellen. Ja, absolut. Ich muss ein bisschen wegen der GEMA ein bisschen hier rumhupen. Ich will nicht wundern, dass ich die ganze Zeit hier hupe. Nee, Quatsch. Könnte stattdessen auch singen. Ja, toll, ich singe da mit. Groll, 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 groll. Nein, lass mal lieber. Vor allem mit dem Schnupfen ist das nicht so toll. Ich glaube, der Dieb von deinem Auto wurde auch wahrscheinlich jetzt rausgeschmissen. Hoffe ich doch zumindest mal. Vielleicht poppt das jetzt einfach auf, wenn du wieder hier reinkommst. Du flackerst schon wieder so komisch. Ja. Und mein Auto ist auch da. Jetzt flackerst du nicht mehr. Sehr gut, ich bin gerade in mein Auto eingestiegen. Ja. Sollen wir einfach die Mustang Crew bilden? Dann hol ich einfach mal meinen Mustang aus der Garage. Ja, hol doch deinen Mustang, genau. Dann passt das so ein bisschen. Alter, also so im Flair drinne. Das glaubt ja, ich ihr gar nicht. Ich war ja beim letzten Mal noch mit meinem Privataccount.
dabei, als wir die letzten Folgen aufgenommen haben. Und heute bin ich dann endlich auch mit meinem Let's Play-Account online. Und das erklärt, warum jetzt hier endlich ein Charlie-Zock rumläuft. Ja, und kein Würfelkünstler. Diesmal keine Kunststücke mit den Würfeln, sondern nur ein zockender Charlie. Charlie, nicht Zali. Auch ein neues Wort. Toller Name. Hey, Zali, wo bist du? So. Ich stehe hier. So. Ah, da müssen wir uns natürlich erstmal positionieren. Da, die Mustang-Kuh ist wieder da. Ja, sehr gut. Yay. Jetzt habe ich da wie einen komischen Radiowender. Das macht die mal weg. Die Affenbande in ihren Mustang. Ja, allerdings traue ich mich im Moment nicht nochmal die Maske anzuziehen. Weil ich die Angst habe, dass meine Frisur wieder flöten geht und $500 für einen dummen Haarschnitt ist doch etwas viel. Ja. Wo geht's denn hin? Ja, ich würde sagen, ich markiere uns mal gerade irgendwas auf der Karte, ne? Sollen wir mal. Ich markiere einfach mal ein Deathmatch. Okay, ich versuche den einfach zu folgen, weil ich sehe das ja jetzt nicht auf der Karte. Genau, einfach mir nach. Bereit? Ich bin bereit und fahre dir hinterher. Meinem, ums Bist hier hinten rein. Ja, das war so geplant. Natürlich. Ja, du verfährst andere Autos platt. Wow. Wie fährst du? Ich habe die Hoffnung, dass ich ohne Unfälle ankomme. Ja, dafür musst du aber schneller fahren. Naja, ich habe gedacht, fahr nicht ganz so wie eine Rampensau, damit du mir folgen kannst. Oh, ich kann dir auch so folgen, ich sehe die Punkte auf der Karte. Was machst du da? Du drehst dich. Die Mustang nicht umgehen. Da sind zu viele PS unter der Haube für dich, wa? Der bricht mir immer aus hier. So. Warum bremst du schon wieder so urplötzlich? Ich muss da gar nicht rein, verdammt. Das ist auf der Rückseite. Okay, ich glaube, ich weiß, wo du hin möchtest. Ich fahr mal vor. Genau, hier auf der Rückseite ist ein Deathmatch. Ach, da waren wir doch schon mal keiner Zeit. Ne, haben wir noch nicht gemacht. Nee, wir haben ja so wahnsinnig viel haben wir hier noch gar nicht. Nee, eigentlich haben wir fast gar nichts gemacht. Aber wir wollten hier mal hinfahren, oder? So, du hast hier nicht die Abteilung bekommen. Oh! Ja, ich hab die richtige Abteilung bekommen. Bist du gerade da vorne runtergesprungen? Sag mal so, ich bin drüber geflogen. Ich bin ganz froh, dass mein Auto noch ganz ist. Aber dafür können wir nochmal diesen tollen U-Turn hier uns anschauen. So, jetzt fahr ich mal ein bisschen langsamer hier rauf. Und bremse vielleicht mal. So. Ja, so lohnt sich bremsen. So, ich warte schon hier auf dich. Ja, trotzdem sieht mein Auto immer noch besser aus als deins. Ja, du bist mir ja auch 7-mal reingefahren oder so. Ja, du bist einfach nur viel zu langsam gefahren. Das kommt davon, wenn man langsam fährt. Ja, hat der runtergeladen. Natürlich. Ich mache einfach mal beitreten. Ja, ich hoste mal. Dann hoste du mal. Und ich putze mal gerade Nase, das heißt, du musst mal gerade ein bisschen mehr sprechen. Immerhin. Bei dem letzten Deathmatch waren wir, glaube ich, sogar nur zu zweit. Na, das war, glaube ich, das Rennen, wo einer rausgeflogen ist. Wenn du dich erinnerst. Das super erfolgreiche Rennen. Ja, das war eine tolle dritte Folge. Sovex. Da, den möchte ich haben. Deathmatch. Okay. Na gut, das ist halt nur ein Deathmatch gegen. Ach, der Klicker. Wir brauchen mindestens 8. Auf dem heißen Blechdach. Denn jetzt einfach mal noch ein paar Leute einladen, die gerade bei uns mitten in der Sitzung sind. Ja. So, ich habe jetzt gerade einfach mal Einladung rausgeschickt. Mal gucken, ob noch ein paar Leute Lust haben, die zu machen. Ja, natürlich, super. Dummy Dog. Ja, wenn jetzt hier niemand beitreten will, dann verbringen wir nicht Stunden im Ladescreen. Also nee, das wäre ja auch doof. Der hat gerade schon jemand abgesagt, der hat keine Lust, schade. Schade, ja. Schade. Die beiden Kollegen, die vorhin mit in deinem Apartment waren, die sind auf jeden Fall noch in der Sitzung drin, habe ich so das Gefühl. Ja, die sind beide noch drin, die sind auch beide eingeladen. Aber scheinbar. Eine war der Knatt und das andere war der Sipper. Vielleicht sind die einfach sauer, weil ich die rausgeworfen habe.
kann natürlich auch sein. Das war ja keine Absicht. Das war ja. Das war pure Absicht. Das war so alles nicht geplant. Es gibt sogar eine Bestenliste. Wird heruntergeladen. Ich schau mir einfach so lange mal die Bestenliste an. Und ich glaube, wir werden nicht da drin stehen. Das glaube ich auch nicht. Der Beste ist Shield Save von der Kuh Milk mit 16 Siege und nur einer Niederlage, 2,51 Kills im Durchschnitt zu den Toten und 233 Kills und 89 Tode. Toll. Ich stehe hier drin mit minus, 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 minus. Schön. Freunde haben hier nicht gespielt. Ja, ich glaube, das wirkt hier nichts, oder? Ich glaube, da will niemand beitreten. Sollen wir dann einfach mal alleine starten? Ich glaube, wir können nicht alleine starten, weil wir nur 2 von 8 sind. Man sieht ja unten Spieler 8 bis 16. Und da sind wir ein bisschen drunter. Ich habe gerade einfach mal Schnellstart ausgewählt. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich muss sagen, ich bin in den meisten Fällen immer irgendwelchen Sitzungen beigetreten. Und habe noch nie selber eine gehostet. Deswegen bin ich jetzt gerade überfragt. Dieses Deathmatch kann nur mit mehr Spielern gespielt werden. Okay, das hast du mir gerade auch schon gesagt. Richtig. Dann tut es mir leid, dann müssen wir den Schnellstart wohl abbrechen. Ja, ich habe den Job mal verlassen. Oh, ich bin ja blutig. Ach, heje. Was hast du denn angestellt? Ich glaube, da muss ich mich duschen gehen. Ja, meinst du denn, wir finden einen Job, den wir jetzt auch zu zweit nur? Ja, bestimmt. Ich hatte tatsächlich mal einen Autoklau gemacht, der war ganz lustig gewesen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war diese hier. Ich fahre einfach mal dahin und du folgst mir mal. Genau, ich versuche dir zu folgen. Entschuldigung. Ja, schieb mich einfach beiseite. Hört ihr nicht auch mal da runterfahren? Nein. Nicht? Warum denn nicht? Das macht bestimmt viel Spaß. Ich möchte mein Auto nicht zerstören. Huh? Nein, hier runter. Deswegen so. Dieser Dreher. Der ein bisschen zu viel. Ja, der war ein bisschen zu viel gedreht. Aber naja. Ich hoffe, das ist zumindest die Mission, die ich gerade im Kopf habe. Denn die habe ich schon mal privat gemacht. Deswegen ist da auch so ein Häkchen dran. Die war aber ganz lustig. Ich glaube zumindest, dass es diese hier war. Sieht man das nicht auf der Karte? Sieht man, was das für eine Mission ist? War doch die Mission mit dem Kopf, die haben wir doch sogar schon hier im Let's Play Together mal gemacht. War das die mit dem Kopf? Wenn ich mich recht entsinne. Tatsächlich. Dann war es nicht die Mission, die ich dachte, die sie ist. Wo war denn das? Ach, da sieht man's. Filmstudio, aha. Aha. Gibt's hier nicht mehr die Mission? Das ist ja schade, dass es hier nicht mehr gibt. Ja. Du kannst selbst beides ändern, aha. 2 bis 16, das hört sich doch mal gut an. Dann fahre ich mal einfach dahin. Ja, sehr, sehr schade, dass ich die Mission nicht mehr finde. Da musste man zwei Autos klauen. Und die war... Achso, ich fahre die falsche Richtung. Das ist natürlich auch schlecht. Die könnte aber auch hier runterfahren. Das sollte auch gehen. Dann fährt er mir einfach rein. Ja, ich habe da wieder umgedreht, weil ich dachte, du fährst in die andere Richtung. Ja, wir können auch tatsächlich daran langfahren. Muss ich warten, weil du so weit hinten bist? Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich fahr mal ein bisschen langsamer. Ich halte mich mal an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Seit wann machst du denn sowas? Ja, ist, seit du hier hinten bist. Ist hier die Verkehrsregel. Guck mal, die Autobahn ist leer. Ist ja nichts los hier am frühen Morgen. Ja, es hat noch viel zu früh für die Leute. Oh, da hängt da einer runter an dem Löffel. Ist das ein Löffel? Ach cool, hab ich auch noch nicht gesehen. Ist das ein Löffel? Was ist das? Candy Box. Irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Ach so, wir sind auch total falsch gefahren. Ja, wie gut, dass ich dir hinterher gefahren bin. Ja, das Navi, das zeigt mir halt einen total falschen Weg an, deswegen... Oh, die Filmstudio. Da können wir uns quasi mal ein... Film anschauen. Die Tür geht nicht auf. Jetzt geht sie auf. Ah. Da muss einen halt nur einmal anschauen. Oder anschubsen. Sicher, dass wir hier überhaupt rein dürfen. Also ich bin jetzt hier drin. Hupsela. Schubst du mich hier weg.
Aber ich würde sagen, was diese Mission für uns bereithält, schauen wir uns in der nächsten Folge an, oder? Ja, genau. Würde ich auch sagen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play GTA Online. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.